Hey, weißt du was? Du kannst alles schaffen, was du willst. Ich bin echt der Überzeugung, dass man alles schaffen kann, was man will. Ich denke, das Problem ist nur, dass viele Leute einfach nicht wissen, was sie wollen. Ja, viele Leute wissen nicht, was sie wollen. Aber wenn man ein Ziel hat, und wirklich so gut wie an nichts anderes mehr denkt, ja, wenn man dieses Ziel obsessiv verfolgt, dann kann man es erreichen. Ja. Es ist nur eine Frage der Zeit. Ja. Wenn man wirklich immer darauf hinarbeitet, dann kann man es erreichen. Ja. Und es gibt zum Beispiel diesen sehr schönen Film mit Will Smith, The Pursuit of Happiness, ja, das Streben nach dem Glück. Und Will Smith spielt jemand, der total arm ist, also der hat ein paar schlechte Investments gemacht und hat eigentlich fast gar nichts mehr. Ja. Also als ihn ein Kollege er wird eingestellt ohne Bezahlung. Ja. Und als ihn dann ein Kollege fragt, hey, hast du mal $5, um mein Parkticket zu bezahlen? Kannst du mir kurz $5 leihen? Da will er nicht zugeben, dass das wirklich seine letzten $5 sind. Und er gibt ihm seine letzten $5. Also so arm, ja, dass er... und auch sehr stolz, ja, dass er das nicht zugeben möchte, dass er sehr arm ist und dass er ihnen eigentlich gar nicht $5 leihen kann. Aber macht es trotzdem. Ja. Also es ist ein sehr guter Film. Ja. Aber eine Lektion, die ich aus dem Film gewonnen habe, war eben dieses Thema, ja, dass man alles schaffen kann, wenn man was man will, ja, denn dieser Mensch, ich habe vergessen, wie er hieß, der Mensch, den er darstellt, ja, denn Will Smith spielt in dem Film eine Person, die es auch im echten Leben gibt, ja, jemand, der sehr erfolgreich wurde und Millionen, vielleicht sogar Milliarden verdient hat. Eben dadurch, dass er ständig weiter gelernt hat und so weiter. Und im Film ist es so, dass er nichts anderes mehr macht, außer zu lernen. Ja? Er muss einen bestimmten Test erfolgreich bestehen, um in der Firma arbeiten zu können, um Geld zu verdienen. Und er macht fast nichts anderes mehr. Ja? Er muss auch auf seinen Sohn aufpassen. Und dann gibt es zum Beispiel eine Szene, wo sein Sohn schläft und er ist noch wach. Und er hat, glaube ich, noch nicht mal einen Stuhl, sondern er steht nur mit dem Buch an der Wand gelehnt und lernt. Er macht nichts anderes mehr. Ja? Natürlich muss er auch immer verschiedene Dinge tun, um sich und sein Kind durchzuschlagen, ja, um Essen zu bekommen und so weiter, und um Unterkunft zu bekommen und so weiter. Jede freie Minute, die er nicht damit verbringt, irgendwie Essen zu beschaffen oder Unterkunft, verbringt er damit zu lernen, um diesen Test zu bestehen. Nur das ist ein sehr extremes Beispiel, ja. Aber dieser Film ist echt total inspirierend und zeigt eben, dass man wirklich alles erreichen kann, wenn man wirklich stur, obsessiv darauf hinarbeitet. Und das wünsche ich mir auch für dich, ja, egal was du erreichen möchtest. Ja, wenn du wirklich, also überlege, wie viel machst du sonst noch? Ja, wie viel machst du? Wir haben alle 24 Stunden jeden Tag. Wie nutzt du sonst noch deine Zeit? Und vielleicht, wenn du ein bestimmtes Ziel verfolgst und du warst bis jetzt nicht erfolgreich, dann findest du vielleicht heraus,
dass du deine Zeit für ganz viele andere Dinge nutzt, die gar nicht wirklich notwendig sind. Ja? Und dann kannst du die Zeit auch noch verbringen, damit dieses Ziel zu verfolgen. Ja? Es ist nicht immer einfach. Ja? Also ich bin auch so, dass ich sehr viel Erfolg haben möchte mit Authentic German Learning und ich verbringe auch nicht bei weitem genug Zeit damit, aber ich komme schon immer näher daran, fast jede freie Minute mit Authentic German Learning zu verbringen, die ich nicht auf etwas anderes verwenden muss. Ja. Zurzeit verbringe ich auch viel Zeit damit, mich um mein Fitness zu kümmern. Okay, das ist etwas, was langfristig weniger Zeitinvestment benötigt. Ja? Deswegen mache ich das jetzt. Ich kümmere mich um meine Fitness, sodass ich auch genügend Energie habe und so weiter. Ich esse, ich schlafe, ja, all die grundlegenden Bedürfnisse. Und ich mache auch bestimmte Dinge, die Geld reinbringen, sodass ich auch finanziell mir keine Sorgen machen zu brauche. Und dann die restliche Zeit verbringe ich mit Authentic German Learning. Ein bisschen Zeit verbringe ich auch damit, eine Partnerin zu finden. Ja? Und das ist mein zweites Beispiel. Ja? Dating. Ja? Dating. Ja? Also ich habe dieses, eins meiner großen Ziele dieses Jahr ist es, eher Wunsch, weil man das nicht so sehr kontrollieren kann. Aber eins meiner Ziele, / Wünsche dieses Jahr ist meine zukünftige Frau zu finden. Ja, ich möchte richtig gerne meine zukünftige Frau dieses Jahr finden. Nun, wie gesagt, man kann es nicht kontrollieren, aber ich kann kontrollieren, wie viel Zeit ich investiere. Ich kann kontrollieren, wie sehr ich meine Chancen maximiere. Ja. Ich bin ein totaler Fan von Online-Dating. Ja. Natürlich kann man auch im richtigen Leben sozusagen jemanden finden. Ja. Also da halte ich die Augen natürlich auch offen. Aber wenn ich meine Chancen so erhöhen möchte, dass ich viele Frauen treffe, dann ist das Effektivste, online zu daten, und ich denke auch, meine zukünftige Frau, die könnte sich überall auf der ganzen Welt befinden. Ja? Also, was mache ich? Ich investiere viel Zeit darin, eben dieses Ziel zu verfolgen, indem ich auf eine Online-Plattform, Dating-Plattform gehe und schaue, okay, was gibt es denn so an Single-Damen und schreiben sie etwas in ihrem Profil, das ich gut finde, schreiben sie etwas, das mein Interesse weckt und so weiter. Und dann schreibe ich sie an, ja, mit einer sehr durchdachten Nachricht, ja, mit einer längeren Nachricht und hoffe auf Antwort, und das mache ich mehrere Male. Also ich schreibe viele Frauen an, weil ich weiß, je mehr ich investiere, desto höher ist meine Chance, meine zukünftige Frau zu finden. Ja? Und da habe ich mir gedacht, wenn jeder, der von sich behauptet, oh, ich möchte gerne eine Partnerin finden oder ich möchte gerne einen Partner finden, wenn jeder das wirklich ernst nehmen würde, dann würde er viel, viel mehr Zeit reinstecken oder viel, viel, viel mehr machen. Also das ist, was ich gerade versuche. Ich denke mir, okay, ich habe wirklich dieses Ziel. Ich möchte meine zukünftige Frau finden. Ich möchte meine Chancen so groß wie möglich machen, dass das auch passiert. Ja? Ich kann es nicht kontrollieren, denn Liebe lässt sich vielleicht nicht kontrollieren. Ja? Also werde ich meine Chancen erhöhen, indem ich die Chance erhöhe, dass ich sie treffe, wer auch immer sie ist. Und ja, und ich denke mir, naja, wenn man das wirklich will, ja, dann würde man
wirklich ganz, ganz viel versuchen. Und das versuche ich gerade, ja, und deswegen ist es auch etwas, was gerade sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Und es macht auch Spaß, insofern, ja. Aber um es nochmal zurückzubringen auf das Ausgangsthema, also das ist meiner Meinung nach die Gründe, warum man alles, das sind meiner Meinung nach die Gründe, warum man alles erreichen kann, was man möchte, was man wirklich möchte. Denn man muss nur wissen, was man möchte. Man muss die Zeit investieren. Man muss die Zeit auch schlau investieren. Und dann steht eigentlich nichts im Weg. Ja? Eventuell braucht man jemanden, der einem dabei hilft. Ja, der einem vielleicht sagt, hey, der einem vielleicht Tipps gibt. Ja? Aber das ist schon alles. Gerade wenn die Sache schon vorher gemacht wurde. Wenn irgendjemand etwas geschafft hat, was du schaffen möchtest. Ja, wenn irgendjemand etwas geschafft hat, was du schaffen möchtest, dann gibt es keinen Grund, warum du das nicht auch schaffen kannst. Okay? Ich glaube an dich. Du kannst es schaffen. Und wir sehen uns später. Tschüss!